Wieso muss ich jetzt hier eigentlich alles leer machen, damit du wieder sagen kannst, dein Inventar ist leer? Ja, genau. Wir teilen brüderlich und schwesterlich, ja. Weißt du. Die Frage ist, was wir teilen. Alles. Ja, ja, vor allen Dingen die vollen Taschen. Ne? Ich kann leicht beschwingen. Oh, oh, oh. Maismehl, ja. Guck mal, jetzt können wir hier gerade durchgehen zur... ins Wohnzimmer. Ich glaube, dann verläuft Manu sich auch nicht mehr. So, warte mal. Dann mache ich das anders. Ich habe da hier... da und nebendran würde ich die Kochzutaten packen. Das, das, das. Da sind Samen, die gehören hier nicht rein. Samen sind links oben, das habe ich mir gemerkt. Genau. Warte mal, das ist für Getränke. Brauche ich hier. Hier sind Getränke. Das ist fertiges Essen. So, Dosen. Die Kochtöpfe können ja von mir aus hier mit drin bleiben. Die Samen kommen hier rein. Kochtöpfe sind bei mir... sind besseres. Fertiges Essen ist hier. Woran wir das sehen, kann ich dir gleich zeigen. Warte, Ron. Einen Moment. Was zeig ich dir sofort. Da ist das Buch geschlossen und wenn du das gelesen oder gelernt hast... Ja. Warte, Enno, Ron, ich gehe nochmal an die Kiste ran. Wenn ich jetzt hier an die Bücherkiste gehe, siehst du hier, wenn das Buch geschlossen ist, habe ich das noch nicht gelernt. Und wenn das so wie hier bei Speerjäger offen ist, dann habe ich das schon gelernt. Daran sieht man, ob man das schon gelernt hat. Und dann kann man kann das zwar dann nochmal lernen, wäre aber sinnvoller, die zu verkaufen, wenn man das Geld braucht. Lieber Friedhelm, schlaf gut, süße Träume dir und bis morgen. Gute Nacht, Friedhelm, schlaf gut. Zum LS. Ja. Und die grünen Tabletten tue ich nochmal hier hart. Ja, so die Dosen. Wo waren die Dosen? Wo hattest du die Dosen? Links, rechts oben habe ich die reingemacht. Aber ich weiß nicht, ob der Schrank reichen wird. Ja, für Moment geht's ja. So, bin ich tatsächlich auch fertig und so. Meine, auf zu neuen Abenteuern. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Ich glaube, ich kann ernten, oder? Bestimmt gut. Och, jetzt regnet das schon wieder. Es regnet schon, wo ich das ins Zeug in deinem Fahrrad getan habe. Maispflanze. Ich würde sagen, die Dosen tun wir da oben rein. Getränke könnten wir ja eventuell hier hinten lassen. Die Getränke habe ich jetzt, die jetzt noch in der Küche waren, habe ich über den Kühlschrank. Über den Kühlschrank, okay, alles klar. Hallo Jason und vielen Dank für 900 Bits, dankeschön. Hallo. Hast du gesagt Jason? Jason, ja. Ich hab nicht richtig zugehört. Hast du Ohren? War mit meinen Gedanken schon wieder, keine Ahnung wo. Kartoffeln, Mais und Wildbret machen wir hier rein. Ach, da haben wir noch eine Dose übrig gelassen. Dann kann ich doch gleich wieder pflanzen. Ich habe Kartoffeln, ich habe Mais. Die Pilze eingeschaltet. Dazu müsste Andrina mich erstmal in die Gruppe einladen, damit ich einen ungefähren Anhaltspunkt hätte. Wer hat denn die Pilze geerntet? Ich nicht. Die Pilze sind weg. Du hast doch gerade die geerntet, oder nicht? Nee. Nee, draußen habe ich geerntet. Das ist natürlich... warte mal... Nee, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Nein, ich überlege gerade, wie wir Enno hierher kriegen. Ich weiß ja noch nicht mal, wo Enno ist. Enno, hilft dir dieser Standpunkt hier? Ja, mach mal die Map auf leicht, dann kannst du es ihm hab ja zeigen. Hab ich. So, warte mal, hier sind zwei Pilzsamen. Da muss ich Pilze haben, ich glaube, wir haben keine Pilze. Und das ist das, da wird es nämlich jetzt schon schwummirand, gell? Also ich weiß, dass hier oben... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ja, die Pilze hatte ich alle verkocht. Da hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr rauskriegen. Hier unten bei Händler 2 sind Miri und Lavi. Und wir haben früher hier gewohnt. Vielleicht kannst du dir mal so die Punkte aufschreiben. Mach dir sonst Enno mit dem Handy ein Bild. Genau. Sabinchen geht ins Bett.
Ich melde mich ab. Bis morgen. Liebe Sabinchen, schlaf schön. Süße Träume mir. Gute Nacht, Sabinchen. Schlaf gut. Aber Manu, hast du dein Fahrrad überhaupt ausgepackt? Jetzt meine Frage im Vertrauen. Wenn Manu das Fahrrad nicht mal ausgepackt hat, ne? Ist das natürlich schwierig. Ich geh mal kicken. Ist ja sowieso 4. Ist hier Manus Fahrrad irgendwo? Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht eine Garage? Hast du. Ah nee, das Motorrad hat es in die Garage gestellt, gell? Vielleicht ist es ja ein Motorrad, das Fahrrad. Glaube ich zwar nicht, aber. Ich weiß es tatsächlich nicht so gut. Yeah. Da ist noch Geld drin und da sind die Bücher, die wir alle schon verkaufen wollten. Kein Fahrrad. Manu, ist das Fahrrad noch in deinem Inventar, oder? Weil ich sehe hier tatsächlich dein Fahrrad nicht. Nein, kein Fahrrad. Hm. Oh, oh. Das sieht schlecht aus. Steht das noch am Haus? Nein, nein, sie hatte das, glaube ich, ins Inventar gepackt gehabt. Ah, okay. Ich weiß es ja, nur nicht. Dann ist natürlich. Dann ist natürlich nicht so gut. Sollen wir die Bücher verkaufen? Welche Bücher? Ach so, ja, logisch. Die unterhalten sich ja über den. Ja. So, ich hole jetzt nochmal die Getränke aus dem Kühlschrank und dann können wir eigentlich schon wieder los, ne? Ja. Ich hole jetzt nur die Getränke hier raus, tue die jetzt umbauen, dann ist der Kühlschrank hin. Dann kann man den zur Not auch nochmal als Einlagerkiste nutzen. So, wo hast du jetzt über den Kühlschrank hast du Getränke, ne? Da, ja. Ja, über dem Kühlschrank, genau. Genau. Da machen wir das jetzt rein hier alles. Einmal sortieren. Ich brauche aber nur 5 Kaffee. Sortieren. Ja. Davon brauche ich auch nicht so viel. So. Ja, aber guck mal, es sieht doch jetzt schon sehr viel besser aus, oder? Ja. Da brauchen wir uns irgendwann mal noch einen schönen Herd, einen schönen Kühlschrank und dann ist doch die Küche tippitoppi. Dann ist doch die Küche, ja, dann wird noch ein bisschen gemalert und so. Genau. Genau. So, jetzt nehme ich mir hier nochmal ein Eier. Ach nee, das ist nur noch eins. Dann nehme ich mir noch einen Gemüseeintopf. Ja, nehme ich mir noch mit, dass ich 2 Stück habe. Einen werde ich aber jetzt essen schon. Aha. Du musst unbedingt wieder kochen, das nützt nichts. Also. Ja, ich kann momentan nicht. Weil? Keine Pilze. Darum sage ich ja, das war natürlich blöd, dass die. Ich hatte da ja 3 oder 4 gepflanzten, die sind weg. Und damit fehlen uns die Pilze, weil die Pilze hatte ich ja benutzt das letzte Mal für die Gemüsesuppe, weil du brauchst für Kartoffeln mit Steak, Wildbrateintopf brauchst du überall. Also ich kann uns Eier und Speck nachher machen, das kann ich machen. Aber für die anderen Sachen brauchen wir halt Pilze und Pilze habe ich jetzt gerade noch mal 2 gepflanzt. Ich hoffe, dass die nicht dann wieder weg sind. Ne? Das ist natürlich so. Ja. Auf geht's. Das ist aber natürlich ärgerlich, dass die Jungs jetzt kein Fahrrad mehr haben, ne? Das ist wirklich böse. Wir fahren wieder Richtung uns, gell? Alte Heimat. Ja, wir fahren und dann an unserem alten Zuhause vorbei. Oh. Ganz schön nebelig, ne? Boah, aber echt. Was ist denn da schon wieder? Und heute haben wir Geld einstecken? Nee, ne? Heute ist Center Reset. Aber wir können ja später mal gucken. Nee, komm, wir fahren jetzt erstmal. Der ist ja wieder 3 Tage. Haben wir ja Zeit. Ja, okay. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Kommen wir irgendwann mal an der Straße an? Wieso ist das denn so düster? Ach, da vorne ist. Ich sehe ein Auto. So. Jetzt ich hab abgekürzt. Hast abgekürzt, ja. Mm. 2 Kilometer? Was? 2 Kilometer? Sind die von uns entfernt? Seid ihr von uns entfernt? Echt jetzt? Das ist doch nicht viel. Aber warte mal, ich müsste ja auch. Hast du die Einladung noch nicht angenommen? Stimmt, wir sind noch gar nicht verbandelt. Mhm. Verbündelt. So, jetzt aber. Jetzt ich aber. Sehe nichts. Ich auch nicht. Wenn uns was anspringt, das merken wir dann. Ja, spätestens dann. Oh, das Manu, das ärgert mich, dass sie jetzt auch wieder so weit zurückfällt, ne?
Das ist echt kacke mit Ei. Naja, das nächste Mal, wenn sie da ist, dann macht ihr ein schönes großes Gebäude. Und ja, und dann holt sie wieder auf. Das ja eigentlich auch recht schnell. Ja, wir haben Klötzchen irgendwo in die Botanik, werdet ihr auf und dann hat sie die. Hallo Josie. Hat sie die auch wieder drin, die Punkte. Das geht ja eigentlich recht flott. Ey, komm, wir geben mal ein bisschen Gas jetzt hier. Wir geben Gas, wir wollen Spaß. Der Hordenturm braucht ein neues Dach, das stimmt. Im Übrigen hatte Grit, wir hatten am Wochenende kurz geschnackt gehabt, hatte Grit mal analysiert, warum das passiert ist. Also wir schätzen, dass einer in die Mitte reingespuckt hatte. Von den Kopf, ja, denke ich. Und da das nicht aufgewertet wurde, waren nur Rahmenformen. Waren nur Rahmenformen in der Mitte und dadurch ist uns das ganze Dach über den Kopf zusammengefallen. Ja, also, was sagt uns das? Wir müssen, wenn wir es nochmal so machen, also Laufgitter ja sowieso. Ja, ja. Dass dann halt wirklich auch die Säule und alles wirklich aufwerten, stabilisieren. Ne? Wir fahren das natürlich einen Umweg. Wir fahren die äußere Kurve, aber ist egal. Ich sehe gar nichts. Ich fahre dir einfach hinterher. Ich gucke auf die Map tatsächlich. So, ich guck tatsächlich auf die Map. Guck mal. Darf. Darf? Ein 6er Eisenvorschlagkammer und 2x größer Themensamen. Ich bin ja fast begeistert, wa? Ja, ich auch. Ich auch, ich auch. Jetzt sehe ich dich wieder. So. Tada! 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 Oder so? Nee, war falsch. Terrorist. Ist Benjamin. Ah ja, genau. Ah, bei mir geht immer das Laptop in den Ruhemodus, dann sehe ich nichts mehr. Ah. Das kannst du ausschalten. Oder ja, verlängern. Wäre ungünstig, wenn ich das ausschalte. Nee, aber verlängern kann man das, die Zeiten. Kaum erkundet am Rand überall was bei mir, was? Aber der hat hier was drinnen, bestimmt, ne? Ja, guck mal. Ich hol mir mal das. Ja, der ist sogar noch unberührt. Das ist doch auch sehr hübsch. Steinschaufel Level 2. Siehst du, da hatte ich gerade mehr Glück mit der Eisenvorschlagkammer. Level 6. Mal. So. Warte mal, ich muss mal kurz das Laptop machen. Nicht nur das Dach verstärken, auch gleich Flugabwehr drauf. Ein zünftiges Semmelknödelgeschütz oder sowas. Was? Semmelknödelgeschütz. Oh, lecker. Ich möchte auch Semmelknödel. Zwei Fußgänger, lol. Boah, ja, guck mal hier. Stoff, Schießpulver, Steinstaufel Level 4, Eisen, grober Schrot und ein Eisenvorschlaghammer Level 4. Ja. Ach, guck mal, hier ist doch auch schon was. Oh, da ist, sind wir jetzt wieder zurückgefahren? Nein, nein. Dann haben wir hier einen neuen Händler, wenn wir mal spielen gehen. Das ist unser Händler. Wir müssen jetzt hier lang. Ach, wir sind, das habe ich gerade gefragt, sind wir zu Hause? Nein. Nein, sind wir nicht. Zu Hause ist wohl weit weg, aber wir müssen jetzt... Du weißt doch, was ich meine. Oh, mimimi. Na gut, dann fahren wir hier längs jetzt mal. Wir hatten immer noch keinen Blutdrop. Ja, 12 Uhr heute Mittag, müssen wir gucken. Wird mistig, wenn die Motorräder... Das wird dann richtig arschig. Oh, das wird... Also wenn die das Motorräder... Das wird dann richtig arschig, wenn die Motorräder aber verschwinden. Ich kenne das tatsächlich nur von den Fahrrädern. Ich hatte das auch schon. Das lag bei mir vor der Haustür und irgendwann lag es 3 Meter weiter am Baum. Und irgendwas ganz da, wo ich die Horde gemacht habe. Es ist zwar nie ganz komplett weg gewesen, aber es war immer irgendwie verschwunden. So, ich komme jetzt langsam in Gefilde noch ein bisschen weiter. Und dann komme ich langsam in Gefilde, wo ich noch nicht war. Ja, ich auch. Wir fahren jetzt in Neuland quasi. Warte, da ist ein Haus. Ja. Haus. Du siehst ein Haus? Ja, durch die Bäume habe ich gerade ein Haus gesehen. Nach rechts. Oh, Was ist das? Oh, habe ich mich gerade erschrocken, Mädel. Du
Vor wie? Achso, vor. Ey! Eieieiei. Das tat weh! Stück! Habt ihr passende Brillen dabei? I hope so. Ich hab die Int-Brille. Die Andrina hat eine. Die Glücksbrille, ne? Glücksbrille, genau. Ja. Ich guck mal da hinten kurz in den. Guck. In den Baumstumpen. Ja, guck in den Baumstumpen. Wollen wir hier mal kurz an das Haus reingehen? Was ist denn das hier für ein Haus? Ein buntes. Da wohnt Pippi Lotte. Meinst du? Oh. Kein Mädel, Ding. Mach hier nicht so einen Krach. Sag ich doch, Pippi Lotte. Bam. Bam. Haha, nicht so. Ach, das ist cool. Das kenne ich, das kenne ich. Wollen wir hier reingehen? Komm. Da musst du über die, durch die Autos hier. Lass uns mal ein Stück weiter vor, oder? Ja, doch. Wir haben ja Platz in die Tasche. Wollte gerade sagen. Hier so rum. Oh, guck mal, hier sind Dörnchen. Oh. Hier vorne sind dann so Schrottautos und da kann man das sich irgendwo... Das ist Manus Haus? Nein. Ha? Wer? Das ist nicht Manus Haus. Wer sagt das? Horn. Oh. Hier kann man irgendwo durch. Warte mal. Hier ist der Eingang. Hier. Oh. Vogelnest. Hey dann. Jemand hier sind da? Einige drin. Das traut man gar nicht in der kleinen Bude. Jemand und da? Vor allen Dingen, warte, ich geh mal in die Hocke. Hier irgendwo sitzen hier welche rum. Da oben siehst du, guck mal. Da oben auf der... Auf der... Ja, ja, schieß mal. Ich, hadere die Dinge, der Dinge, die da kommen. Und irgendwo da hier oben steht noch einer. Wo war der denn noch, der andere? Egal, den hauen wir welche auf den Broschen und dann passt das schon. Ich geh mal hier rein, ne? Da kann, wo? Da kommst du... Nee, das, da kommen wir über das Haus rein. Aha, okay. Weil das ist, glaube ich, Stahl, das aufzuschlagen... Dauert zu lange. Mehr. Da ist der Hauptblut. Hallo? Ich stehe in Flammen. Du stehst in Flammen? Das sehe ich nicht. Echt, ohne Witz. Ich sehe nicht, dass du in Flammen stehst. Ich habe eben... Ist schon wieder weg. Ich habe eben... Ist das Feuer da gelaufen wahrscheinlich? Ja. Ne? Ach, da kommt schon jemand an. Er kommt schon. Guten Morgen. Auf Wiedersehen. Mit einem Schockstab. Echt mal. Hier ist eine Tür. Ach, die ist verschlossen. Warte mal, dann nehme ich mal hier schon mal den Müll mit. Muss mal, nein! Ich habe meine Schaufel ausgepackt. Ich habe meine Schaufel ausgepackt. Nee, doch nicht. Oh, ich bin Blindfisch. Ich habe die doch mit. Oh, Mann. Gut, hier, du kannst gleich weiterschippen. Hier nebendran gibt es dann auch. Was machst du? Ich hab nur da geguckt, ob da oben ein Löchlein ist. Ach ja. Hier kann man. Oh, hier ist ein Geier. Das weiß ich. Irgendwo sitzt hier so ein Kackgeier. Ein Weil Kack-Geier. Das hatte ich ganz oft als Questgebäude. Wo ist der? Der kleine Stinker. Stinker? Stinker, wo bist du? Stinker! Da, hier, komm hier. Komm mal hier. Hey, nimm ihn mal, nimm ihn mal. Nimm ihn quer, hast du mehr. Ugh, nein, sollte vielleicht noch spielen. Und tschüss. So. So, dann schlage ich hier mal auf. Oh. Hallo. Gucke mal, was ist denn hier drin? Was hast du denn Schönes? Eine Kiste. Aha. Ich glaube, ich sollte mal die Spitzhacke mit der Axt austauschen. Das geht mir nicht. Ein bisschen auf den Sack hier. Ja, mach das mal. Warum bleibt da immer ein verschissener Punkt übrig? Ehrlich. Eine Axt Level 2 und Waffenteile. Mhm. So. Kommen Sie, junge Frau. Kommen Sie. Ich komme. Hier ist auch noch jemand irgendwo, glaube ich. Da ist er doch schon. Meine Schippe in der Hand. Hast du sie jetzt weggeschaufelt oder was? Ja, ich habe hier eine mit der... Ah. Du machst das. Ich habe hier erstmal eine... Ich hab hier erstmal eine mit der Schaufel verpasst. Ja. So, hier geht das Lichtlein weiter. Da oben. Und dann müssen wir nach unten. Ja, aber erstmal leer machen hier, was hier so rumliegt, ne? Grüner. So, Leiter runter. Warte mal, ist hier ist bestimmt auch noch was.
Hier hinten drin, ja. Nö. Das war ein Fake. Unverschämtheit. Das ist auch bei Axt Level 5 so. Mich nervt das. Hallo Stoppel. Hallo Stoppel. Miri hat ein Fahrrad abzugeben. Oh, cool. Geh runter, ne? Mhm. Ein Halbi. Ja, moin. Du musst nicht gleich abhauen. Wieso muss ich jetzt hier eigentlich alles leer machen, damit du wieder sagen kannst, dein Inventar ist leer? Ja, genau. Wir teilen brüderlich und schwesterlich, ja, ja, weißt du. Die Frage ist, was wir teilen. Alles. Ja, ja, vor allen Dingen die vollen Taschen, ne? Ich kann leicht beschwingen. Oh, oh, oh. Frisch. Zwei Stück. Ach, komm schon, Leute. Hallöle. Die guckt erstmal in Ruhe aufs Klo, weißt du? Mädel, jetzt nicht. Keine Zeit hier. Ja, nochmal eine auf die Nuss. Guck mal hier, der ist doch bestimmt, da ist doch... Guckst du? Ja, die hat gelernt. Das ist ein Safe, was du Loki ist dabei. Ja, hab ich. Sehr schön. Hab ich. Oh, mein Akkustand ist niedrig. Was will mir mein Laptop schon wieder erzählen hier? Was ist denn da los? Mal sehen, ob meine Lokis was tun hier. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 200. 3, 2, 1. Immer noch verschlossen bei 1! Der will nicht! Doch, geht nicht. Warte, ich habe noch 3 Stück. Willst du es versuchen? Ich habe keine Ahnung. Gib mal. Der macht bei 3 macht der Schluss. Ist ja ein kleiner. Ist ja ein kleiner. So viel Vorschlag haben wir, wie ich jetzt zurzeit hier einsacke. Die Verbände und das Buch kann ich leider nicht mitnehmen, was hier drin ist. Unberührt. Ein bisschen Muni und eine Mod. Magst du rausnehmen? Leider nein. Da musst du auch, die kleine Kiste musst du auch nochmal kicken. Weil ich habe leider das Problem. Bücher, 2 Verbände. Hab ich. Aber ich habe leider das Problem. Ich glaube, die Jungs haben immer noch ein bisschen Probleme, ha? Oh, das war's. Hasi, 75, vielen Dank für dein Follow. 35 Dietriche später. Na, so schlecht waren wir nicht. Wie viel hast du dabei? 8, glaube ich. Ich habe noch 2 in die Tasche. Wir haben nicht alle ausgemacht. Leer. Und so. Guck mal, hier ist gar nicht alles fake, ne? Wie, gar nicht alles fehlt? Ja, manchmal muss man doch nochmal klopfen. Hier habe ich geklopft und da habe ich geklopft, guckst du. Ah, oh. Ja, so bin ich. Wie geht's jetzt weiter? Sind da wieder raus. Sind wir schon fertig? Natürlich. Dein Ernst jetzt? Das war eine kleine Bude. Okay. Aber für eine kleine Bude haben wir doch schon wieder die Tasche voll. Wir vor allen Dingen. Ja, ja. Naja, ich sag mal so, ich bin auch schon wieder 9 überladen von 18. Hab noch ein bisschen Platz. 9 aus dem Raid Lurk. Das ist aber nett, dass du dich meldest aus dem Raid Lurk. Dann kommst du also. Hallo. Oh. Da bist du ja schon eine ganze Weile dabei und musst dir das hier also antun, diesen professionellen Natürlich. Spielablauf.